Bitte, ein Leckerli. Einen wunderschönen, ich hab keinen Bock, der Kuppa, guten Morgen wünschen wir euch. Mama, hier sitzt. Dann Mama. Oh, wie süß. Hm, leck meine Pfötchen. Willst du einen Knochen? Oh je, wie süß. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen wünschen wir euch und wir wünschen euch wunderbare Ostern. Warte, ich gebe dir jetzt erstmal einen Knochen, ja? Warte, ich gebe Ihnen erstmal einen schnellen Hasenohr. Ich muss erstmal aufstehen hier. Er weiß ganz genau, wo die sind. So, da, kannst du haben. So, jetzt von vorne. Wir wünschen euch einen wunderschönen guten Morgen. Das Wetter spielt mit. Wir haben Sonnenschein. Der Wind ist ein bisschen kalt bei uns. Ich habe mich schon versucht, ein bisschen zu richten. Ich habe heute ein Hemd an von dem Honey. Ich möchte heute mal mich versuchen in der Küche. Ich bin ja immer froh, wenn ich alleine bin. Ich schaue euch einfach mal hier ab. Ich bin ja immer froh, wenn ich alleine bin. Ich genieße es total. Also das ist auch nicht böse gemeint oder so, ne? Gegenüber dem Honey. Das ist auch nicht böse gemeint gegenüber dem Honey. Das ist einfach, ich genieße die Ruhe, ich genieße das Alleinsein. Da kann ich auch in meine Küche rumexperimentieren. Der macht mir eine wuschig. Und ich komme auch komplett runter, wenn er nicht da ist. Wa? Wenn ich dann mit dem Kuppa alleine bin, wir machen unsere Runden. Ich bin dann auch echt produktiv, muss ich sagen. Gestern saß ich den ganzen Tag am PC und habe auch gelernt. Habe ein Video geschnitten, habe ein Video gedreht. Also irgendwie ist es schon anders. Aber ich möchte ihn natürlich auch nicht missen. Ne? Aber jetzt, ich schweife schon wieder ab. Ich möchte heute Pancakes machen. Ich muss natürlich googeln, aber ich habe mir schon was hingestellt, was ich dazu nutzen kann. Das ist Proteinpulver. Ich weiß nicht, ob Mehl noch rankommt. Ich muss halt googeln. Was sind das? Heidelbeeren? Ne, Blaubeeren sind das, gell? Proteincreme, die mache ich dann rüber. Da mache ich das auch rüber. Ein bisschen Milch brauche ich wahrscheinlich. Haselnut mache ich auch rüber. Und hier sind Haferflocken. Ich weiß nicht, ob Haferflocken da auch mit reinkommen. Ich kann es nicht sagen. Hier habe ich schon ein bisschen Kokos reingemacht. Ich müsste jetzt erstmal nochmal googeln. Ich müsste dann nochmal googeln und würde dann anfangen. Ich habe mir überlegt, ob ich das alles, bevor ich den Pfanne haue, hier rein tue. Das ist so was wie ein zerkleinerer oder ein Mixer. Ich weiß es nicht, aber es ist eigentlich für Zwiebeln. Aber was für Zwiebeln nicht schlecht, das kann ja für meine Pancakes auch gut sein, gell? Ich google jetzt schnell, wie man das macht. Ich glaube, Wasser kommt da auch mit rein. Ich weiß es nicht. Ich habe mir auf alle Fälle hier so eine Sojamilch, hätte mir von dem Honey geklaut. Mag ich nicht so, aber ist egal. Damit so ein bisschen Geschmack reinkommt. Was habe ich? Mango-Proteinpulver. Das wird auch ein bisschen reinkommen. Alles, was fruchtig ist, rein da und das wird schon schmecken, habe ich mir gedacht. So. Zweiter Versuch. Ohne dem Honey. Ich bin gespannt, ob das klappt. Also die Konsistenz sieht irgendwie besser aus jetzt in dem Öl und in der Pfanne, aber die schmecken trotzdem. Es geht um dieses Licht an. Also schmecken tun sie. Ach, die schwimmen. Ich glaube, das lag an der Bratpfanne. Juhu, es lag gar nicht an mir. Yeah, ich habe Glück. Soll ich euch mein Kunstwerk zeigen? Ich bin sowas von stolz auf mich. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Gell, Kuppa?
Hat die Mutti toll gemacht? Möchtest du auch ein Stückchen Pancakes? Wie der Schwanz wackelt. Ja, möchte er. Und da sie ganz gesund ist, gebe ich ihm ein ganz kleines Stück ab. Jetzt hier. Sehen die gut aus oder sehen die richtig gut aus? Ich bin so was von stolz auf mich, könnt ihr euch ja nicht vorstellen. Guckt mal, wie schön lecker. Mmh. Ich soll hier mal wegnehmen. Das ist ja wohl mal ein Fest. Noch weiter weg. Das muss ich auch wegmachen. Ich will da nämlich noch ein Foto draus machen. Papa muss jetzt Platz machen, weil da ein Fest machen. Das haben wir so geübt. Ja, guck mal. Darf ich dich filmen? Ja, gell? Darf ich dich filmen? Ja, ja. Guck mal, wie schön war das denn? Guck mal, ist das nicht vorbei. Das ist Mädchen, ne? Was man hier alles so sieht, wa? Guck mal, ist das schön? Guck mal. Einen wunderschönen zweiten Feiertag wünschen wir. Da ist mein... Oh, da kommt Sexy! Die Familie von dem Hanni hat uns besucht zu Ostern. Wir waren mega happy. Aber genauso schnell, wie wir sie zu uns ersehnt haben, genauso schnell verging auch wieder die Zeit. Wir saugen das immer auf wie Tinte auf dem Löschpapier. Ja, wir hatten super tolles Wetter. Wir haben viel gegrillt, wir haben viel gesprochen, gequatscht. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu der Bianca, zu der Schwester von dem Hanni. Und ja, nichts wäre schöner, als wenn diese Familie zu uns nach oben kommt und wir ein Stückchen Familie bei uns hätten. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr hattet genauso schöne, herzliche, familiäre Ostern wie wir. Ich freue mich auf die nächsten Feiertage direkt. In diesem Sinne, habt eine schöne Zeit. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da oder hinterlasst gerne einen Kommentar. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Ich hoffe, bis bald. Die Sonne scheint, wir haben gute Laune und daher alles wird gut. Eure Loren und der Cooper and the Family.